Sonnentagebucheintrag Nummer 26 vom 25.03.2018. Ich war ungefähr 3 Stunden unterwegs auf einer neuen Fläche, und zwar auf der Fläche HUC. Und das habe ich mitgebracht. Also ich zeige immer zuerst die Oberflächenfunde. Und das mache ich auch hier. Also man kann schon sehen, Plastik, jede Menge Plastik, hartes Plastik, weiches Plastik, alles dabei. Dann weiterhin Oberflächenfunde, so ein Fließstoff, ein Stück Gummischlauch, irgendeine Schlaufe, 2 Stückchen Draht, jede Menge Glasscherben und ein paar Keramikscherben. Wobei das hier die interessanteste ist, das wird der Rest einer alten Meerschaumpfeife sein. So, hier ist der Fuß, so hat das Ding dann früher mal gestanden. Ja, dann komme ich zu den Sachen, die ich ausgegraben habe, die also nicht Oberflächenfund sind. Als das ist immer wieder Alufolie in den unterschiedlichsten Variationen, Alufolie groß und klein und dick und dünn, Alufolie, Alufolie, Alufolie. Dann habe ich dieses Mal auch mitgebracht 3 Stückchen Schlacke, denn diese Schlacke haben einen sehr guten Leitwert gehabt. Also ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht eine Münze oder irgendein Knopf oder etwas, was vernünftiges Material ist, hat sich aber nur als dieser Abbrand herausgestellt. Ja, ein nichtssagendes Stück irgendwas. Ja, und weiterhin Schlacke, alles durchweg mit dem Leitwerk von 80, also wem das was sagt. Und dann noch ein paar Fragmente hier von irgendwas. Ich habe mal 3 Stückchen Schlacke sauber gemacht, also einmal diese Schlacke, die gehört hier oben zu diesen Bereichen. Das ist alles ein und dasselbe, das sieht dann so aus. Und dann etwas dunklere, das ist je nachdem, was man da verbrannt hat, sehr interessantes Zeug. Also natürlich nichts Wertvolles oder was. Hier kann man sehr gut sehen, wie das alles zusammengeschmolzen ist. In dieser Schlacke, wie man das wegverbrannt hat. Ja. Und ein Wurstzipfel. Gut, dann kommen wir weiter. Quasi auf die Palette mit den Topfunden. Als da wären so eine riesen Kette. Ich denke mal, dass es vom Rügler ist. Irgendwo abgerissen. Dann nochmal 2 Kettenglieder, dann hier eine Dose, vielleicht so eine Steckerdose für einen Hänger, ich weiß es gar nicht, wäre möglich. Ein altes Türscharnier und dann quasi schon ein Hortfund, ein paar Schrauben mit Muttern bzw. nur Muttern, eine kleine Patrone, 2 alte Nägel und ein Teil, was auch immer, ist viereckig, vielleicht ein Uhrenschlüssel gewesen, ich habe nicht wirklich den Durchblick, was es ist. Ja, und dann dieses Teil. Ich vermute, dass es eine Batterie gewesen ist. Aber anhand dessen, was da drauf steht, kann ich es nicht mehr sagen. Vielleicht nach Recherche, aber ist auch egal. Schmeiße ich ja weg. So, und dann kommen die Hauptfunde überhaupt. Moment, ich muss mal kurz die Position wechseln. Hier ist alles ein bisschen schmal bei mir. Als da ist dieser Knopf. Aber auf diesem Knopf, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wenn da mal was drauf war, ist es weg. Der Boden auf dem Acker ist relativ sauer, und auch dieser hier, ich habe erst gedacht, das wäre der Kopf einer Niete, aber nein, das ist tatsächlich ein kleiner Knopf. Hier hinten sieht man noch den Rest der Öse, also sehr interessant. Ich finde es echt blöd, dass das Ding nicht wirklich einen guten Fokus macht. Ja, dann eine Münze, aber auf der erkennt man auch überhaupt nichts mehr, also das ist die absolute Leiche, nichts mehr drauf zu erkennen, eben halt irgendeine Münze. Und das war es eigentlich schon. Bei diesem Teil hier bin ich mir nicht sicher. Das wäre eventuell dann der Haupttopfund. Vielleicht ist es auch nur ein weiterer Müll. Also vielleicht ist es Hacksilber. Ich bin mir da aber nicht sicher, weil das ist noch ziemlich scharfkantig. Aber es ist gänzlich unvergangen. Ich weiß ja nicht, wie lange es im Boden gelegen hat. Aber es lag ziemlich am Rand. Möglicherweise ist das Hacksilber. Aber das wäre es dann gewesen. Schon ein ganz schöner Haufen. Daran kann man schon mal sehen, dass auf dem Feld noch nicht wirklich jemand unterwegs war. Ich freue mich, das machen zu dürfen.